eröffnet einen Spa-Salon für Haustiere, vereinbart Hundetreffen oder macht ein stilvolles Haustier-Fotoshooting und reinigt einfach das Katzenklo. Mit unseren Lifehacks wird die Pflege viel einfacher und viel lustiger. Mit Haustieren zu spielen bereitet immer große Freude. Tiere haben so viel Energie und wenn ich erschöpft bin, habe ich ein besonderes Spielzeug. Klebt ein paar farbige Federn zusammen und bindet sie an einen heliumgefüllten Ballon. Kitty liebt es, mit dem neuen Spielzeug zu spielen und ich habe Zeit für meine Besorgungen. Die Katze ist bereit, den ganzen Tag zu laufen. Kein Wunder, dass Kitty so fit ist. Mit Frufru zu spielen ist immer ein Highlight. Schade, dass er nicht seine Zähne putzen kann. Lasst uns einen speziellen Pinsel machen, um sich um die Mundhygiene von unseren Hunden zu kümmern. Schneidet die Spitze von einer alten Kinderzahnbürste ab und klebt es auf den Zeigefinger vom Gummihandschuh. Zieht den Wunderhandschuh über und gebt ein Klecks Zahnpasta darauf. Putzt die Zähne von eurem Hund. Frufru ist glücklich. Vor allem ist eine Zahnbürste ein großartiges Spielzeug für Zähne. Und zweitens wird ihr Verlobter Benedikt den frischen Atem lieben. Ihr könnt das Lieblingsspielzeug von eurem Haustier mit Zahnpasta abdecken. Bedeckt ein Spielzeug mit Zahnpasta und gebt es euren Hund. Frufru kann den ganzen Tag an dem Lieblingsspielzeug rumknautschen. Es ist so schön, wenn wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Spielen und Zähne putzen. Schlechter Atem stört uns nicht mehr. Warum hasst Kitty das Sofa? Sie liebt es, ein paar Krallenspuren zu hinterlassen. Ich benutze ein Lifehack mit einem speziellen Produkt, damit meine Möbel nicht wie eine Messerstecherei aussehen. Gießt Wasser in eine Flasche mit einem Sprüher. Fügt Flüssigseife hinzu. Und ein paar Tropfen ätherisches Öl mit Zitrusduft. Verschließt die Flasche und mischt den Inhalt. Ich wende dieses Produkt an meine Möbel an. Das ist ein genialer Hack. Mein Sofa wird nie wieder irgendwelche Krallen ertragen. Unsere Kitty führt einen gesunden Lebensstil. Sie bewegt sich viel und liebt grüne Pflanzen. Außer, dass die Pflanze nicht wirklich glücklich darüber ist. So kann es nicht mehr lange gut gehen. Wir müssen so schnell wie möglich eine Lösung finden. Klebt eine Papprolle zusammen und schneidet ein Schaumstoffrohr schräg ab. Klebt es auf die Pappbasis. Formt dann Folie zu einer Halbkugel. Und bedeckt die Oberseiten der Rollen. Wickelt dickes grünes Seil um die Papprolle. Schneidet Blumen in verschiedenen Größen aus rosa Filz aus. Befestigt sie, um eine große Blume zu erhalten. Klebt es an den Kaktus. Legt dann Sand in einen Blumentopf. Steckt den Kaktus da rein und dekoriert den Boden mit Steinen. Kitty versteht nicht, wo ihre Lieblingspflanze ist. Sie ist in den Urlaub gegangen. Und Kitty hat stattdessen einen neuen Freund. Das ist ein künstlicher Kaktus. Und es kann viel aushalten. Dieser Kaktus kann Kittys Liebe locker ertragen. Und Katzenkrallen schaden ihm überhaupt nicht. Nicht nur Mädchen gehen gerne in Schönheitssalons. Wir eröffnen einen neuen Spa-Salon für Haustiere und ihre Besitzer. Jetzt werden wir alle Schönheitsbehandlungen zusammen erleben. Eine stilvolle Verwandlung wartet auf Frufru. Ein süßer Kragen, der ihren Hals betont. Schneidet einen Kragen aus rosa Filz aus. Klebt dann Satinband an den Seiten. Dekoriert den Kragen mit Strassstein und mit einem Einhorn-Deko. Jetzt braucht ihr Tüll und formt es. Klebt es dann an den Enden an.
Frufru sieht echt schick aus. Sie muss heute besonders schön aussehen, weil sie eine Verabredung mit dem jungen Gesellen im Park hat. Mach dir keine Sorgen, Frufru. Du könntest locker als Fotomodell durchgehen und könntest sicherlich viele Preise gewinnen. Hier ist er, der Junggeselle im gesamten Hundekreis. Er ist Teilnehmer der Fernsehshow Dog Bachelor. Dies ist Sir Benedict III. Und er stiehlt das Herz von unserem Frufru. Kein Wunder, werft einen Blick auf seine stilvolle Fliege. Schneidet eine Fliege aus Filz aus. Und macht das gleiche aus glitzerndem Moosgummi. Befestigt die Teile. Und bindet es mit einem Faden in der Mitte zusammen. Bedeckt den Faden mit einem Stück Filz und dekoriert es mit Strasssteinen. Befestigt das Band, damit ihr es zubinden könnt. Benedikt traf Fufu bei einer Hundeveranstaltung und seitdem kann er nicht aufhören, an Fufu zu denken. Aber was, wenn Fufu Benedikt nicht mag? Er ist so ängstlich. Es sind nur noch wenige Minuten, bis Fufu kommt. Und hier ist sie. Fufu ist schüchtern und versucht wegzusehen wie eine echte Lady. Sie kann ihre Gefühle nicht preisgeben. Und Benedikt kann seine Augen nicht von seiner eleganten Freundin abwenden. Dies ist nur der Anfang der Liebesgeschichte. Es gibt drei Dinge, auf die ihr immer Acht geben solltet. Feuer, Wasser und eine schlafende Katze. Kitty ist sehr erschöpft. Ich kann ein perfektes Foto für ihren Instagram-Account machen. Sie braucht aber noch eine süße Mütze. Schneidet einen Ärmel und eine Manschette von einem alten Pullover ab. Bindet die obere Kante zu. Und lockert die Fäden vorsichtig auf, um eine Bommel zu formen. Setzt die Mütze vorsichtig auf die schlafende Katze. Kann es noch niedlicher sein? Die schlafende Kitty wird bestimmt hunderte Likes bekommen. Sie ist nur eine schlafende Schönheit aus der Tierwelt. Ihr süßes Stofftier darf nicht fehlen. Kitty rennt plötzlich weg. Ah, ich riech was Verdächtiges. Ich muss wohl die Katzentoilette reinigen. Das ist nicht die angenehmste Sache. Aber wir haben einen praktischen Lifehack. Deck deine Katzentoilette mit einem Müllsack ab. Füllt das Katzenstreu ein. Nehmt dann den Müllsack einfach weg, wenn ihr es reinigen müsst. So könnt ihr schnell und einfach die Katzentoilette reinigen. Die Möbel sind den Katzenkrallen ausgeliefert. Kitty will ihre Krallen wieder präsentieren. Lasst uns eine spezielle Kratzmatte für sie machen. Zeichnet einen Katzenkopf auf dicker Pappe. Und zeichnet darunter ein langes Rechteck. Zeichnet ein weiteres Rechteck, aber es sollte etwas kürzer sein. Schneidet die Stücke dann aus. Klebt zwei Rechtecke zusammen. Bemalt die Pappe mit Acrylfarben. Zeichnet dann ein süßes Gesicht. Wickelt das Seil um das Rechteck. Befestigt es an den Rändern mit Heißkleber. Und jetzt machen wir Pfoten aus farbigem Filz. Klebt sie auf die Kratzmatte. Und befestigt eine Schleife an der Rückseite. Hängt die Kratzmatte dann auf. Jetzt hat Kitty eine eigene Kratzzone. Und sie interessiert sich nicht mehr für die Möbel. Wer hat gesagt, dass Katzen und Pandas nicht miteinander auskommen? Jede stilvolle Katze wird unser Pelzzubehör lieben. Schneidet eine Seite von weichem Fell zu einem Halbkreis aus. Macht einen Langschnitt auf der gegenüberliegenden Seite. Verklebt die Kanten, sodass sie überlappen. Jetzt machen wir Ohren aus kleinen Fellstücken. Schneidet noch die Details für Ohren aus schwarzem Filz aus und klebt es daran. Befestigt die Ohren am Hut. Schneidet ein schwarzes Seil in zwei Hälften und klebt es dazu. Bedeckt die Enden des Seils mit Fell.
stellt noch süße Bomben her. Eine Katze mit einer Pandamütze. Und sie lässt sich nicht stören. Bestimmt wird Kitty es später als Spielzeug benutzen. Aber bei Frufu ist das total anders. Sie bewundert wirklich die Mode. Ihr Panda-Look wird definitiv ein Hit auf Instagram sein. Lasst uns ein paar Bilder machen. Frufu ist ein wahres Model. Schneide kleine Quadrate und Rechtecke aus weißem dicken Papier aus. Malt Hundeaugen auf die Streifen und Schnauzen auf die Quadrate. Befestigt sie an Bambusspießen. Macht ein paar lustige Accessoires für ein Hundefotoshooting. Setzt lustige Gesichter auf die Schnauze von eurem Hund. Frufu probiert verschiedene Looks aus. Es scheint, als ob dieses Lächeln gut zu ihr passt. Und wenn das Model die Hundenase nicht mag, dann nehme ich es eben. Wie fandet ihr unsere Lifehacks? Dann schreibt uns, welche Haustiere ihr habt und welchen Lifehack ihr benutzt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.